Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe den Text schon wieder, bin schon wieder raus. Hallo meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tag heute wieder. Heute gibt es nämlich den Wald-Tag. Ich wurde getaggt von der lieben Dani von Danis Buchige Vielfalt. Ich verlinke euch ihren Account mal unten in der Infobox. Vielen Dank dafür. Ich liebe ja Tags. Ich mache ja fast jeden Tag mit. Und wie ich euch schon vorprophezeit habe oder angedroht habe oder wie man es auch immer nimmt, der April und wahrscheinlich auch der Mai wird sehr taglastig werden. Wie gesagt, ich liebe Tags. Ich mache fast jeden Tag mit. Aber die nächsten Tags, die jetzt auch kommen, die haben mich schon vor ein bisschen eine Herausforderung gestellt, denn war ganz schön schwer. Also auch dieser Waldtag jetzt hier, ich habe mir gedacht, beim Anschauen des Tags, ich mir gedacht, ja, nee. Also war schon schwer. Mal davon abgesehen, dass ich viel auch nicht mehr im Hause habe und die Sachen, die auf dem Kindle immer liegen, die, ja. Aber wir fangen jetzt so gleich an. Ich stehe nicht im Wald. Zumindest nicht physisch. Aber stellt euch hier Wald vor mit. Ich könnte das Fenster aufmachen, denn bei uns brüten die Vögel im Dach und das hört man. Die machen Rabatz, Rabatz. Ganz schön laut. Die Tiere beim. 10 Fragen. Wir fangen an. Und zwar Frage Nummer 1. Waldweg. Ein Buch, dessen Handlung nur einen Charakter hatte und dessen Abenteuer keine Gefährten mit sich brachte. Da ging es schon mal los, ne? Frage 1, Fail. Ich habe nichts, was auch nur einen Protagonisten hat, deswegen habe ich mich jetzt für eine ganz andere Art von Buch entschieden. Und zwar ist das von Jan Böhmermann, Alles, alles über Deutschland. Jan Böhmermann kennt man aus dem ZDF. Er macht eine Satire-Show und ja, sein Hauptaugenmerk ist sehr viel Politik. Kann man mögen, kann man hassen. Ich gehöre zu den Leuten, die so dazwischen sind. Ich mag viele Sachen von ihm. Ich finde viele Sachen lustig. Manche Sachen, denke ich mir, auch kann man sich sparen. Ich habe es jetzt dadurch, dass es ein Geschenk war, nur so ein bisschen überflogen. Also es ist jetzt nichts, was man lernen, lesen kann. Ich mag auch den Noah. Also ich mag diese Comedians manchmal, wenn sie schreiben. Finde ich auch ziemlich lustig. Kommt natürlich immer darauf an, wer es ist und was für ein Thema es ist. Also ich kann natürlich jetzt nicht über alles lachen, aber ich bin ein Mensch, der wirklich sehr, sehr einfach zu belustigen ist. Also ja, sehr zum Leidwesen meines Chefs und meiner Arbeitskollegen. Ich kann eigentlich wirklich über jeden Mist lachen. Frage Nummer 2. Entwurzelter Baum. Eine Geschichte, die dich umgehauen hat. Eine Geschichte, die mich umgehauen hat, kann ich jetzt. Es ist leider noch nichts dergleichen von mir gelesen worden, was mich annähernd so umgehauen hätte wie von E. Lockhart, Solange wir lügen. Und zwar nicht, weil die Geschichte so toll ist, sondern weil da ein Ende drin ist, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es hat mich weggeflasht, dieses Buch. Ich war ja in der Mitte des Buches schon kurz davor, es abzubrechen, weil es sich so gezogen hat. Und da ich ja im Schwimmbad war und nichts anderes zu lesen hatte und der Tag war noch jung, ich mir gedacht, ne, quälst du dich durch, die Kinder wollten noch nicht nach Hause, also liest du ja das Buch fertig. Und das Ende hat mich so weggebufft. In dieser Geschichte treffen wir auf Candace. Und Candace ist Teil einer großen Familie, den Sinclairs, die jedes Jahr Urlaub machen auf einer Privatinsel in der Küste von Massachusetts. Und das machen sie jeden Sommer, bis eine Katastrophe sich ereignet. Dann hüpfen wir in der Zeit ein bisschen. Und die Geschichte wird eben aus Candens Sicht erzählt und sie erzählt halt, was so passiert ist, was jetzt passiert und, und. Sie leidet wohl auch ein bisschen unter Migräne seit diesem Vorfall und so nach und nach
erfahren wir, was passiert ist, warum sie dann auch einige Jahre eben nicht mehr auf der Insel waren. Und ich muss sagen, wie gesagt, am Anfang hat es sich so, ne, hat man erfahren, die ganzen Charaktere, wer ist, warum, wieso, weshalb. Und dann zieht es sich sehr gewaltig. Dann wird es fast schon, wie gesagt, langweilig. Ich wollte es ja abbrechen. Und am Ende, ich stand da und habe mir gedacht, was? Und dieses Buch hat auch dafür gesorgt, dass ich ungefähr eine Woche lang kein anderes Buch angefangen habe. Also ich habe es probiert, aber es hat nichts. Mein Kopf hat ständig gerattert und war ständig bei dieser Geschichte. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob vor Entsetzen, weil ich so unfassbar es nicht geschnallt habe bis zum Schluss, oder ob, weil, ja, solange wir lügen von E. Lockhart. Und weil hier natürlich nur Profis am Werk sind, hat der Profi nicht mitbekommen, bis auf beim Schneiden des Videos, dass die Frage 3 fehlt, die ich jetzt nachträglich ungeschminkt und ohne Filter jetzt hier mal wiedergeben werde, damit das auch alles korrekt ist. Welches Buch hatte den vielfältigsten Handlungsstrang? Und da habe ich nicht nur den vielfältigsten, sondern auch mit den verwirrendsten. Und das ist die 7 Tode der Evelyn Hardcastle. Ich blende euch das mal ein, denn das habe ich gelesen, da kam es ganz frisch raus. Beziehungsweise ich habe es angefangen zu lesen, bin dann aufs Hörbuch umgestiegen, weil ich auch eine längere Reise damals gemacht habe. Und hier geht es um Aiden. Und Aiden ist auf einem Maskenball der Familie Hardcastle eingeladen. Evelyn, die Tochter der Hardcastles, wird sterben. Und sie wird immer und immer wieder sterben. Und Aiden wacht auch jeden Tag immer in einem anderen Körper eines der Eingeladenen auf, um so herauszufinden, wer der Mörder ist. Und er bekommt auch eine ominöse Botschaft, bevor das Ganze passiert, wo ihm gesagt wird, klär den Mord auf, dann kommst du hier raus aus dieser Endlosschleife, wie täglich grüßt das Murmeltier. Es ist so viel passiert da drin und es sind auch so viele Charaktere beteiligt und ich habe auch immer wieder mal zurückspulen müssen, weil ich mir gedacht habe, was habe ich denn jetzt verpasst? Weil es wirklich so komplex ist und weil man eben auch eben so viele Charaktere hat, die ja alle ein bisschen irgendwas immer damit zu tun haben. Und letztendlich muss man natürlich herausfinden, beziehungsweise Aiden muss herausfinden, wer Evelyn getötet hat oder ob er denn das verhindern kann, denn sie stirbt ja jeden Tag immer aufs Neue vor seinen Augen quasi. Hat mir sehr gut gefallen. Die Auflösung war auch sehr überraschend. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, weil es in eine komplett andere Richtung dann geht. Aber fand ich mal sehr, sehr gut gemacht und mal was anderes. Hat mir sehr gut gefallen. Laubgeraschel. Welches Buch hatte durchgehend knisternde Spangen? Das blende ich euch ein. Dieses Buch gehört zu meinen All-Time-Favorite-Büchern generell und ich habe es damals ausgeliehen von einer Freundin und habe es mir auch bestellt, aber es ist bei diversen Umzügen verloren gegangen, denn es ist schon etwas älter. Und zwar ist das von Dean Koontz, ich blende es euch mal ein, Der Schutzengel. Das Buch ist von vorne bis hinten ein super gelungenes Buch und es kann auch noch heute, ich glaube, 20 Jahre später gelesen werden. Es ist von 92 und hierbei geht es um Laura. Und Laura scheint immer in ihrem Leben einen Schutzengel zu haben. Also immer, wenn es brisant wird, ist er da und rettet ihr das Leben. Das fängt bei ihrer Geburt an, denn bei ihrer Geburt war so ein Pfuscherdoktor am Werk und hätte beinahe dafür gesorgt, dass sie zu Schaden gekommen werde, wenn eben ihr Schutzengel nicht gewesen wäre. Das geht weiter mit diversen Unfällen und auch später, als sie heiratet und ihren Sohn bekommt, ist er immer da. Es ist auch kein Geheimnis, dass dieses Buch, dass es sich um Zeitreisen handelt, aber woher der Schutzengel kommt und was seine Absicht ist,
Das müsst ihr natürlich selbst lesen. Mir hat dieses Buch von vorne bis hinten so gefallen. In den 90ern war ich eh ein sehr großer Fan von Dean Koontz und Stephen King, beide. Aber beide haben mit der Zeit für mich so viel produziert, kann man schon fast sagen. Und Koontz hat dann ist eine Schiene entwickelt, die sich für mich jetzt hat mir nicht mehr so gefallen. Ansonsten kann ich Schutzengel nur empfehlen, gehört zu den Top-Büchern, die ich je gelesen habe, auch vom Autor selbst. Kann ich nur empfehlen. Spannend von vorne bis hinten. 5. Wildwechsel. Ein Buch, dessen Handlung eine plötzliche Wendung genommen hat. Der rote Apfel von Nieseo. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es eine plötzliche Wendung nimmt. Ich würde nicht behaupten, dass es eine plötzliche Wendung nimmt. Ich würde behaupten, dass die Hauptgeschichte, die mir hier hinten auf dem Klappentext so schön verkauft wird, komplett in den Hintergrund geschoben wird. Denn es geht hier um eine Profilerin und um einen Serienmörder. Und der Serienmörder ist nur bereit, mit ihr zu sprechen und will sie ausgerechnet haben. Sonst spricht er mit keinem. Und man könnte ganz schnell auf den Gedanken kommen, dass es einen Zusammenhang mit Schweigen der Lämmer hat, was ja auch jeder, wenn er den Klappentext liest, weiß, was auch im Buch gleich im ersten Kapitel erwähnt wird, also dass sie eben auch verglichen wird mit der Frau aus dem Buch Jodie Foster. Keine Ahnung, wie die mehr hieß, das ist jetzt auch schon ewig her. Auf jeden Fall bekomme ich hier zwar diese Geschichte, aber ich bekomme noch eine zweite. Wir haben hier nämlich die Profilerin, Psychologin Song-Kyung und die hat natürlich ein Privatleben und da passiert parallel zu dieser Geschichte auch etwas. Und diese Geschichte wird dann in den Vordergrund eher geschoben. Und mein lieber Schwan, die hat es ganz schön in sich. Also, das war mein persönliches Debüt einer asiatischen Schriftstellerin. Und was soll ich sagen? Ich war ein bisschen leicht entsetzt. Aber es ist schon gut. Es ist schon harter Tobak hier drin. Aber kann man durchaus lesen. War ziemlich gut. Der rote Apfel. Frage Nummer 6. Astgabel. Ein Buch mit Ästen und Bäumen auf dem Cover. Ja, das muss ich euch einblenden. Das habe ich auf dem Kindle gelesen. Das Herz des dunklen Waldes. Das ist ja so eine Art Märchenadaption, glaube ich, auch wieder von, wie heißt denn der, das Biest, die Schöne und das Biest. Und ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, denn ich bin kein Fan von sowas. Aber ich lasse mich immer mitreißen von den positiven Stimmen aller, die es gelesen haben. Und da ich ja Fantasy-Mädchen bin, habe ich das auch gelesen. Ein wundervolles Cover, wie ich finde, zu einer sehr düsteren Geschichte. Denn hier stoßen wir auf Agnieszka. Und sie lebt in einem Tal und das mag sie sehr, das findet sie gut. Da ist sie glücklich, da hat sie ihre Freunde. Und neben dem Tal angrenzend ist ein dunkler Wald und der ist ganz arg böse. Und damit das Böse nicht aufs Tal überschwappt, gibt es eben den Drachen, so wird er genannt, das ist ein Zauberer, der dafür sorgt, dass das Böse auch dort bleibt, wo es ist. Allerdings verlangt er alle 10 Jahre dafür ein Mädchen, das ihm, also nicht zum Heiraten, sondern eher ja, so als Gehilfin, als persönliche Assistentin, nenne ich es jetzt mal schön, also ne, die ihm ein bisschen das Leben allein wie eine Haushälterin, sowas. Und sie macht sich halt so keine Sorgen, denn sie weiß eigentlich, dass ihre Freundin auserkoren wäre. Die wurde dafür vorbereitet. Ja, aber wie es nun mal so ist im Leben, der gute Mann kommt in ihr Tal und sagt: Ne, das will ich nicht, ich will dir. So muss Agnieszka eben mit ihm mit und bei ihm
in seinem Schlussleben 10 Jahre lang und ihm quasi dienen. Also sie lernt dort auch was und sie darf auch Bücher lesen und. Er ist am Anfang noch so ein ziemlicher, ja, wie sie halt alle sind, also dunkel und duster und unnahbar und unhöflich und alter Griesgram. Und mit ihrer Art und Weise öffnet sie sein Herz. Hat mir damals ganz gut gefallen. Es ist halt wirklich eine düstere Atmosphäre und wir haben hier auch einige, ja, ich würde es jetzt nicht Schlachten nennen, aber es ist schon so ein kleiner Kampf. Also es ist schon sehr dunkel und bedrückend, also nichts vom locker flockigen Tal. Frage Nummer 7. Kamst du in einem Buch schon mal nicht weiter, weil der Druck so defekt war, dass das Lesen nicht mehr möglich war? Nein. Frage Nummer 8. Lichtung. In welchem Buch warst du froh, von der Hauptstory ein wenig Pause zu haben, weil ein anderer Part begann? Trommelwirbel. Verdi von Colleen Hoover. Hier war ich teilweise froh, dass die Hauptgeschichte wieder kam. Denn wir haben hier Lone. Und Lone ist eine, ja, soll ein Ghostwriter-Part übernehmen für Verity, die eine gefeierte Schriftstellerin ist und momentan nicht schreiben kann, weil sie durch einen Unfall dazu nicht in der Lage ist. Und ihr Mann, Veritys Mann, beauftragt Lone, jetzt die erfolgreiche Reihe weiterzuschreiben, dass die Verleger das weiter vermarkten können und sie den Auftrag eben erfüllen kann. Lone zieht dafür in das Haus von denen ein und nistet sich da quasi in Veritys Büro ein, um ihre Bücher zu lesen, die Manuskripte und alles, damit sie halt da reinkommt in ihre Arbeit und eben das Werk fortzusetzen. Und mit der Zeit lernen wir natürlich alle Charaktere kennen und wir erfahren auch, was mit Verity passiert ist. Und hierfür haben wir immer so Zeitsprünge und wir erfahren eben, was Verity so gedacht hat, gemacht hat. Denn Verity hinterlässt so eine Art Tagebuch versteckt und Lone findet das und liest das. Da waren schon teilweise Sachen drin, wo ich mir dachte, gerade als Mutter, es sind solche Gedankengänge, die Verity hier hat und solche Sachen, die sie auch gemacht hat. Oder zumindest wir denken sollen, dass sie es gemacht hat. Unverständlich. Solche Gedanken hätte ich nicht mal. Verity hat schon teilweise sehr kranke Gedankengänge und da war ich schon froh, dass es wieder umgeswitcht ist in die Gegenwart quasi, also und Lones Geschichte da weiterging. Da war ich schon sehr froh. Dieses Cover lenkt ja voll von der Geschichte ab, diese rosa Vögelchen hier. Frage 9. Moos. Ein dunkelgrünes Buchcover in deiner Sammlung. Ja, hab ich doch auch. Ich habe mich für ein Buch einer Autorin entschieden, die so gar nicht gezeigt wird, die sehr unbekannt ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf sie gekommen bin und ich muss sagen, ich habe dieses Buch, was ich jetzt gleich in die Kamera halten werde, auch selbst noch nicht gelesen. Es handelt sich um Corinna Kastner, Die verborgene Kammer. Ich habe von Corinna Kastner schon einige Bücher gelesen und fand die bisher alle gut. Deswegen hatte ich mir ein paar auf Halde gekauft. Es geht hierbei um Victoria und Victoria erbt die Hälfte eines Hauses in Mecklenburg, oder? Mecklenburgischen Ostseeküste. So. Das muss sie sich allerdings mit einem jungen Mann teilen, den sie nicht kennt. Sie kennt aber auch nicht das Haus und auch nicht die Person, die es ihr vererbt hat. Und der das Haus mit ihr erbt, kennt sie ebenfalls nicht und auch nicht den Mann, der es vererbt hat. Sie wissen also alle nicht,
Wer war er? Warum hat er uns das Haus vererbt? Und im Laufe dieses Buches kommen die zwei wohl so langsam hinter das Geheimnis, warum dieser Mann sie in seinem Testament bedacht hat. Es soll hier wohl ein bisschen spuken. Jedes Mal, wenn ich drehe, es ist zappenduster draußen und wenn ich das Drehen anfange, kommt immer die Sonne raus. Könnt ihr sie lachen hören? Was hast du nun davon, dass du keine Gardinen hast? Corinna Kastner ist eine deutsche Schriftstellerin und schreibt, naja, ich würde es jetzt nicht als Thriller titulieren, also, aber naja, doch, ah, es steht Romantic Thrill drauf. Also, ich habe einige Bücher von Corinna Kastner und die waren alle durchweg spannend. Also, und auch mit so einem Hu-Effekt, ne? Da. Ich mag sie sehr und es ist dunkelgrün. 10. Jägerhochstand. In welchem Buch hattest du jemals das Gefühl, die Geschichte von oben zu betrachten? In fast allen. Ich bin tatsächlich eine, die betrachtet, wenn sie liest, also nicht ganz von oben, aber ich bin so eine, wenn ihr schon mal auf einer PlayStation Auto reingefahren seid und ihr habt diese Ansicht, wo ihr euch selbst, also ihr seht euer Auto. Bei Mario Kart zum Beispiel auf der Switch, dann sieht man sein eigenes Auto, den Popo und seinen Hinterkopf und dann sieht man eben die Straße und dann fährt man so. Und so sehe ich das, bloß ein minimal erhöht. Man sieht das, wenn das jetzt Sinn macht. So sehe ich meine Geschichten quasi. Also ich bin immer nicht mit dabei, ich sitze nicht da daneben, sondern ich bin quasi ein bisschen erhöht. Ich bin aber nicht ganz von oben von der Decke. Also ich bin erhöht. Ja, kann man so sagen. So, die Sonne verhöhnt mich gerade und deswegen sage ich jetzt mal goodbye. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Tag. Es war für mich wirklich eine Herausforderung, weil der Tag, finde ich, auch mit Spannung und Drama ein bisschen thrillerlastig war. Und ich in den letzten Jahren so die Thrillerlust ein bisschen verloren habe. Ich bin mehr ins Fantasy- und Wohlfühlgenre gerutscht. Roadtrips zum Beispiel, jetzt ist ja bald wieder die Zeit für Roadtrips. Ich liebe Roadtrips. Wie hättet ihr denn die Fragen beantwortet? Seid ihr ein Leser mittendrin oder schaut ihr von oben herab oder habt ihr gar keine Bilder im Kopf? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ihr könnt den Tag auch sehr, sehr gerne machen. Ich würde jetzt auch noch jemanden taggen, ja. Einen Beitrag kann man ja immer machen. Ich tagge Chrissy von Chrissy Reads. Ja, ich will von dir ein paar mehr Tags sehen. Und Basti, Belletristik-Basti. Ja, weil ich höre mir seine Videos total gerne an, weil ich finde den Dialekt so klasse. Ich liebe das ja. Ich habe ihn ja genötigt, mir zu sagen, wo er herkommt, weil ich dachte, das ist Oberpfälzer Dialekt. Aber da habe ich mich ein bisschen geirrt. Und ich tagge Basti von Belletristik Basti. Da würde ich mich auch freuen, wenn du diesen Tag machst. Ich hoffe, dass du ihn nicht schon gemacht hast, weil er macht auch sehr fleißig Tags. Immer mit, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Aber es ist mir egal, ich höre ihm gerne zu. Er hat einen wunderbaren Dialekt und ich muss immer lachen, wenn ich seine Videos anschaue und das finde ich super. Ja, somit alle anderen, die ich nicht genannt habe und die auch Lust haben, diesen Tag zu machen. Fühlt euch alle getaggt. Ich schaue es mir auch gerne an. Sagt mir auch gerne Bescheid, wenn ihr den Tag gemacht habt. Ich mag es unheimlich gerne, sie zu drehen, aber auch sie mir anzusehen. Das war's für heute. Bleibt gerne dran, wenn ihr noch einige andere Videos sehen wollt. Ich verlinke euch alles in der Infobox und im Nachhinein kommen noch ein paar Videos. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.